Das ist eine Katze mit einem Löffel. Und das hier ist Toni. Und die hat richtig Hunger auf Lego-Blöcke. Hä? Hunger? Nee, Mann. Also Lego-Blöcke will ich nicht essen. Aber lass mal schauen, was in dem Video so damit gekocht wird. Genau, es ist die zweite Folge Lego-Kochen, Leute. Wir schauen uns tatsächlich Gerichte an, wo Gerichte aus Lego gekocht werden. Und das ist ein Hai. Ein Hai? War das ein Hai? Ich glaube schon. Hä? Er schwimmt da einfach rum auf der Platte. Ich bin mir irgendwie gerade nicht sicher. Hä? Das ist irgendwie gruselig. Hä, der schwimmt einfach so herum. Hey, da ist eine Cola. Was? Wow, was? Ey, er hat sich einfach durch die Cola durchgebissen. Okay, was? Das ist abgefahren. Hä, wie krass. Yo, was? Er hat einfach so ein bisschen Mais gesnackt. Guck mal, wie hat er das gemacht, Toni? Dass quasi der da reinschwimmt und er entfernt den Mais, ohne dass es sich so richtig bewegt. Weißt du, es ist so perfekt. Es ist ja, er hat da Bild für Bild dahingesetzt. Das ist ja keine richtige Bewegung. Das ist so krass. Aber es sieht so echt aus, weißt du? Der Maiskolben bewegt sich ja kaum. Das ist so cool. Guck, der bleibt eigentlich die ganze Zeit perfekt auf derselben Stelle. Das ist so cool gemacht. Ich finde, man sieht, dass er sich so minimal bewegt, aber das kann ja auch sein, weil der Hai halt kommt und ihn wegschiebt. Stimmt, der Hai ist ja der Schieber. Wirklich. Er hatte einfach gerade übrigens Batterien einfach durchtrennt. So, was durchtrennt dieser Hai bitte nicht? Ich hab vor Angst. Oh nein, jetzt kommen die ersten Opfer ins Spiel. Nein, er kann nicht das Ende. Er wird das Händchen essen. Er wird. Oh nein, er hat den Typ gegessen. Was? Oha. Okay. Nein, er ist hinter dem Entchen her. Leute, er ist hinter dem Entchen her. Okay, es lebt. Ist doch alles okay. Guck, so Entchen haben bisher immer in solchen Schalen überlebt. Die fühlen sich da drin auch wohl. Ey, ich hab's gerade gesehen, da war so eine kleine Welle. Mhm. Da. Oh nein. Oh nein. Wow. Okay. Und jetzt wird der böse Hai, oh mein Gott, auf Schneidebrett gebracht. Nein. Er hat einfach den Hai aus dem Wasser. Der wird gekocht. Nein. Oh, der hat den Typen ausgespuckt. Ey, es wird ja richtig brutal. Nein, der kocht den Hai. Das ist einfach richtig krass gerade gewesen. Der kocht jetzt einfach. Guck, es geht doch ums Kochen. Ja, hab ich doch gesagt. Was ist hier los, Mann? Das ist ja gerade einfach ein Horrorfilm, Mann. Kurzer Horrorfilm. Oh Gott. Oh nein, jetzt kommen wieder diese Momente, ja, wo er reingeht. Magst du es oder magst du es nicht? Doch, ich mag es. Aber ich. Oh, das finde ich so krass. Oh mein Gott. Okay, was hat er da jetzt? Das ist so Paniermehl? Das ist Mehl, mehr. Oder? Warum wird es einfach von sich aus mehr? Das ergibt keinen Sinn. Das teilt sich einfach von alleine. Es kann sich von alleine teilen. Oh, was? Was ein cooles Getränk. Ich glaube, das ist Bier. Nein. Doch, steht sogar dran. Stimmt. Aber Iron Maiden, das ist eigentlich so eine Band. Boah. Yo. Bier? Er macht jetzt einfach. Hey, weißt du, was er macht? Werden? Ich glaube, der macht so einen Bierteig. Und dann wird er wahrscheinlich diesen Hai da drin panieren. Der kocht jetzt einfach diesen Hai. Ich weiß es nicht. Alter. No way. Zuerst fand ich den Hai voll. Und jetzt einen Schnitzel draus. Oh, und jetzt mit dem Hai! Oh mein Gott! Wie witzig! Der Hai taucht einfach genauso in das Öl wie in Wasser. Oha! Oh mein Gott, der arme Hai! Er lebt bestimmt, also es geht ihm bestimmt gut. Nein, dem Hai geht es nicht gut so. Der ist im Haihimmel jetzt so. Der ist tot, Mann. Aber er ist auf jeden Fall ein astreines Schnitzel geworden. Mann, Leute, der arme Hai. Als ich dieses Video am Anfang gesehen habe, wirklich, habe ich nicht gedacht gehabt, dass dieser Hai so schnell innerhalb von 2 Minuten zu einem Schnitzel wird. Aber naja. So ist das Leben. Eine Kartoffel? Kartoffel? Jo. Hä, so schäle ich auch immer meine Kartoffeln. Ich drehe die auch noch einmal kurz. Ich drehe die einmal und dann sowieso. Easy. Guck, jetzt wird's wieder zu Lego. Es war so klar, dass es zu Lego. Aber ich muss sagen, das fand ich am schlechtesten bisher. Das war echt nicht so gut, gell? Die anderen Sachen waren besser. Nicht so gut. Aber macht er da Pommes? Guck mal, in der Folge war er sogar zu faul, das zu animieren. Der hat quasi immer so gemacht, dass wenn er das Ding da reinschmeißt, dass es da eintaucht. Weißt du, ich meine? Ja. Das ist schon ein bisschen faul von ihm gemacht. Ist ein smarter Typ. Ah, jetzt hol das raus, Alter. Hat er jetzt einfach Pommes gemacht. Pommes und ein Hai in Biersoße. Pommes mit Schnitzel. Mit Hai-Schnitzel. Oh, mit Salz. Oh, cool. Und sogar Salat. Und eine Zitrone. Guck, der hat echt einen Schnitzel gemacht. Ja, eine Zitrone fand ich cool. Hai-Schnitzel.
Nom, nom, nom. Boah, wie der sich gönnt. Das musst du essen. Ich esse es. Hey, was hat er da gemacht? Das ist Guacamole? Nee, das ist Salat. Hey, guck mal da hinten. Siehst du das? Hä? Was wieder? Ein Babyhai greift wieder an. Nein. Oh. 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 Es ist nur ein Hund mit Haikopf. Nur der Hund, den grillt er hoffentlich nicht. Guck, Achtung, essen Sie kein Lego. Aber grillen Sie Haie. Okay, wir müssen jetzt von diesem Hai wegkommen. Wir müssen jetzt wegkommen und brauchen einfach mehr Katzen. Mama, haben die Katzen in der... Wow! Oh, was? Ich war schon so, ey, die Katzen, die nerven mich. Jetzt geht's richtig ab, Leute. Jetzt. Oh, das Mario, ich hab... Warum? Warte jetzt mal. Oh nein. Was denn? Ich glaube, der kocht jetzt Mario. Nein, hä? Roman, das macht er nicht. Er wird Mario essen. Was für ein Mensch ist man, wenn man Mario grillen würde? Mario ist so der beste Mario auf der Welt. Bitte nicht Mario. Den kann man nicht grillen einfach. Lego, hä, Mario. Er macht Mario-Frühstück. Wenn nicht, finde ich ihn blöd so. Oh, was? Der kann sogar bremsen. Er hat so richtig coole Bremsspuren gerade. Okay. Oh, das sieht so cool aus. Hä? Aber das ist jetzt richtig viel Arbeit. Das sind richtig große Blöcke jetzt auch. Ja, ne? Und wow. War es niemals. Sogar mit Bah, ich hasse diese Pflanzen. Das ist immer so hart. Stirbst du aber bei denen? Ja. Ja, okay. Nee, dann müssen wir mal ein Mario-Training. Mal Mario-Zeugnis. Oh. Was geht denn jetzt ab? Oh, er kocht die Pflanze. Er kocht? Ja, er kocht die Mario-Pflanze, die ihn gerade angreifen wollte. Die Pflanze, die du nicht magst, die kocht er jetzt. Ah, was hat er da gerade gemacht? Der hat die doch so rausgerissen. Guck, jetzt macht er einen leckeren Salat draus. Irgendwie ist so richtig so, wenn man so nicht dran denkt, dass man so Mario-Sachen kochen kann. Jetzt kocht er einfach diese Pflanze weiter. Ja, aber glaubst du, das ist lecker so? Naja, eigentlich dürfte das ja so eine Stachelpflanze oder so sein. Und eigentlich müsste sie überall Stacheln haben, jetzt deswegen denke ich eigentlich nicht. Das ist so eine fleischfressende Pflanze, ne? Hm. Wenn man eine fleischfressende Pflanze isst, ist man dann vegetarisch? Oder ja, isst man da Fleisch? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wenn man die isst, dann hat man auf jeden Fall ein paar Stacheln im Mund. Oh, ein Lucky Block. Oh, sieht so cool aus. Oh. No way, das ist das Yoshi-Ei. Oh. Das ist das Yoshi-Ei. Oh, er macht ein Ei. Boah, was? Oh, cool. Einfach die Flamme ist mega süß. Die Mario-Flamme. Oh. No way. Oh, jetzt macht er da so ein bisschen Öl drauf. Nicht mehr so viel wie sonst immer. Mhm. Er hat nämlich sonst immer so ein Schwimmbad, ganz ja, Schwimmbad stimmt, gemacht. Jetzt sieht man das Öl ja auch gar nicht mehr. Schon wieder anderes. Geht ja schnell. Jetzt hat er wahrscheinlich das mit dem Öl nicht gemacht, weil es ihm zu anstrengend war, das mit dem Öl wahrscheinlich zu machen. Ah, das war gerade richtig gut gemacht, mit dem, wie es so gemacht dass es fertig wird. Jetzt nur so wie so ein Schatten drüber gelegt, weißt du, so ein Verlauf. Hä, hey, gerade eben, oder was? Ja, ja, also hier ist es gelb und jetzt, schau, warte, schau das Gelbe an. Jetzt ist es hell und dann wird es jetzt. Ah, jetzt geht's rüber, jetzt ja? Jetzt geht's rüber und jetzt gleich das Gelbe. Wow, was? Auf so kleine Details achtest du? Ja, natürlich. Meine Güte, richtiger iPad. Du glotzt einfach nur so. Ich gucke einfach nur das Video. Ja, das Katzen. Katzen. Und da oben auch. Der ist echt katzenverrückt draußen. Alter, ist das ein Ei. Magst du Katzen? Ich mag Katzen und ich mag Eier. Proteine. Oh, da ist ein Tittenfisch. Oh nein, da wird der Tittenfisch. Das sieht aber ein bisschen unecht aus. Hä, findest du nicht? Ich finde, so ein Tittenfisch auf so einer Bettdecke sieht immer echt aus. Oh, der hat ihn mit einem Feuerball abgeworfen. Ist er tot? Ich glaube, er hat ihn getötet. Ist er tot? Oh nein, er wird diesen süßen Tittenfisch auf dieser Bettdecke jetzt wahrscheinlich essen. Er isst alles. Alles, was sich bewegt. Hä, diese komische Katze ohne Ohren ist wieder da. Also, die ist so deprimiert einfach. Die sieht so traurig die aus. Sieht echt aus, als sie alle Lebenssinn verloren. So. Die arme Katze. Hä, hey, was passiert da jetzt? Oh, was? Da ist die Burg. Da drin wird, glaube ich, da drin wohnt doch Bowser, oder? Was? Bowser. Ah, das süße kleine Entchen ist wieder da. Süßes kleines Entchen. Ah, oh. Alter. Hä, wo ist einfach halt im Boxel gerade? Oh mein Gott. Der komischen Katze sind auf einmal Arme gewachsen. Hä, was? Sag mal, wie viele verschiedene Figuren hat der bitte? Nein! Er hält den Tittenfisch davor und wird ihn jetzt brutzeln. Aber er ist eh schon tot. Wow! Da und der ist aber voll durchgebrutzelt. Nein! Oh, krass. Der Arme.
Der arme Tiffy Mario Schumacher. Schitter. Nein, Mario, renn! Oh Gott. Renn! Oh nein, er ist jetzt ein Goomba! Ist das ein Witz? Das ist ein Goomba. Ja, doch, eigentlich ist er ein Pilz. Ein Apfel? Ein Apfel? Oh. Nein! Nein, er hat ihn einfach... Er hat ihn einfach umgebracht. Nein, nein, nein. Er will an den Apfel kommen. Oh, der benutzt dieses Sprungteil. Ah. Alter, nice. Oh, jetzt ist auch noch ein Nilpferd da. Oh. Oh, jetzt macht er was mit einem Apfel. Hauptsache, er kocht Mario nicht. Oh. Wow, der macht so Apfelschnitze einfach. Oh, das ist schon sehr lecker. Schön aufgereiht hier. Richtig schön, so ein bisschen mit so einer kleinen Neigung. Also was haben wir hier? Wir haben ein eisgekühltes Getränk. Das ist aber auch eine ganz komische Kombi, findest du nicht? Also würdest du das essen so zum Frühstück? Hier hat er dir sogar die Zähne von dieser Pflanze einfach so gegeben und dann hier das Spiel. Also was würdest du als erstes essen? Also ich würde eigentlich nur das Ei und das Apfel essen. Die beiden? Ein Ei und ein Apfel, das ist mir genug. Also ich würde den Tintenfisch auch noch einmal kurz probieren. Nur gucken. Nur gucken. Nur gucken. Nur mal gucken. Aber den Salat, den kann ich nicht essen. So. Aha, weil das zu gesund ist. Nee, weil der Zehnt, da ist dieser ganze Gebiss mit drin. Ach so, stimmt. Also das ist so ein Alien-Essen so ein bisschen. Weißt ein du, was? Alien-Essen einfach. Aber das Eis sieht schon lecker aus. Oh yeah. Das ist aber die fleischfressende Pflanze. Gerade. Ein bisschen Apfel. Kann er nicht zusehen? Kann er nicht zusehen? Okay, was? Hier ist jetzt sogar sein Ei, ist sogar, als er es berührt hat, ist es einfach schon zu einem Lego-Ei geworden. Das muss ich mir nochmal ansehen. Normales Ei? Lego-Ei. Aber das ist halt, ja, klar, man kriegt es rund besser nicht hin, so mit Lego. Einfach aber alles, was er berührt, Alter, was, der hat es einfach aufgeschlagen. Wird einfach sofort zu Lego. Bisschen Milch, bisschen Ei. Und jetzt was macht er denn? Ich glaube, der macht wahrscheinlich Pfannkuchen? Nee. Pfannkuchen? Sagst du Pfannkuchen oder Pfannkuchen? Sei Pfannkuchen oder Pfannkuchen? Oder sei Pfannkuchen? Oh, der hat sogar wie so einen kleinen Grill oder so. Bon Appetit steht da dran. Hat er gerade ein bisschen was von dem Holz ab... Wow, der benutzt das Holz zum Anzünden von seinem Holzbrett? Boah, das ist schon krass. Der hat sich jetzt wirklich richtig viel Mühe gegeben. Der hat sogar dieses Feuer jetzt animiert. Und da ist das Butterstück. Oh, ist sogar ein richtig gutes Buttermesser gewesen. Toast! Das kann doch nicht sein, dass alles, was er berührt, sofort zu Lego wird. Ich kann es nicht. Dass, wenn er Menschen berührt, werden die auch zu Lego. Ich will nicht, dass er mich berührt. Außerdem ist der Arme. Lego-Roman, oha. Lego-Roman. Das ist ja richtig cool. So. Und jetzt, weißt du, was der macht? Das ist French Toast. Oh, Pat, wird das so angebraten? Ich glaube, das wird so angebraten, ja. Oh! Soll das ein Smiley sein? Einfach mit so einem Gesicht. Einfach ein glücklicher Toast. Und auf der anderen Seite ist er einfach nur so. Coca-Cola. Zero Calories, Zero Koffein. Er kann sich nicht entscheiden, welche Cola. Nein! Es ist wieder zu Lego geworden. Alter, es ist nice gemacht. Oh, sieht fast schwarz aus. Und wenn er jetzt gleich das Glas anfasst, wird es auch zu Lego? Nee, das nicht. Toast und Cola. warte mal, was soll das sein? Toast und Cola. Ich esse immer Toast und Cola. Dippst du deinen Toast in die Cola? Und dann vielleicht. Aber was soll das sein? Ketchup und schwarze Mayonnaise? Boah, das ist ein bisschen alte Mayonnaise, wenn es Mayonnaise sein soll. Ein bisschen alte Mayonnaise. Ja, also ich weiß nicht, das können auch so Berries sein. Wow, was ist das denn? Einfach so Diamanten. Also ich frühstücke jeden Morgen meinen Diamantentoast. Okay, warte mal, was haben wir hier für eine Gesamtsituation? Wir haben hier einen French Toast in Butter angebraten mit einem schwarzen und einem roten Garnierball dabei und dazu dann nochmal beträufelte Diamanten drauf. Boah, also dieses Frühstück so, vor allem Toast und Cola, ey, gar nicht mein Ding. Und dann wird nochmal gesagt, eat Lego. Nicht, oh nein, da ist wieder dieses Video mit diesem Hai, der so geköpft wird. Okay, Leute, wir müssen hier weg. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Falls ja, gebt einen Daumen nach oben auf dieses Video und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute, und ciao! Ciao.